One, two, three, four. Oh, tanzen kann er. Ja. Singt der Spanisch? Hm. Ne, das ist eine Michael Jackson Nummer, glaube ich. Ist das? Das ist Spanisch. Es tut mir sehr leid. Ich könnte eine Wendler-Assoziation machen, mache ich aber nicht. Mach ich nicht. Das ist Michael, auf jeden Fall ist es ja, Michael. Ach, ernst? Hat sie noch nicht in den Schritt gegriffen? Doch, achso, Entschuldigung, war ich aber sehr unaufmerksam. Ich würde an deiner Stelle ziehen, Caro, du hast ein gutes Händchen. Hey, bam, 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 BDG ist das. BDG. Not my lover, nee. Ja, aber ich glaube, ich würde an eurer Stelle ziehen. Ich wäre also... Do it! Komm, Steiner! Komm! Nee. Leider nicht gereist. Den hättest du früher machen müssen. Also mir ging es ein bisschen so wie deiner Freundin. Du hättest mich fast gehabt, aber ist so eine gute Freundin. Das ja, ich weiß, Freundin. Das haben wir lang und breit diskutiert. Ah, okay, ich verstehe. Ja. Sag uns doch einfach mal, wie du heißt, wer du bist. Ja, hallo, ich bin der Joachim Heinrich. Ich bin 27 Jahre alt. Ich komme aus Büchstadt, das ist in der Nähe von Mannheim. Ich war Personal Trainer, aber jetzt wegen der Corona-Krise ist es im Moment ein bisschen schwierig. Sport machst du, oder? Du bist so ein sportlicher Typ. Machst ja klar, irgendwie... jeden Tag. Ich wollte morgen auch schon trainieren. Ah, du warst das? Oh. Ja, ja. Was machst du dann so? Crossfit oder? Nee. Also ich gehe eigentlich immer nur laufen. Also jeden zweiten Tag und jeden zweiten Tag mache ich dann Kraftsport. Genau. Machst du auch was, oder? Sieht man doch, dass ich nichts mache. Wer macht das, was du an dem zweiten Tag? Also machst du noch einen anderen Sport? Okay. Machst du noch einen anderen Sport? Machst du irgendwas? Ja, ich gehe noch Springreiten. Was? Habe ich vor einem Jahr angefangen. What? Ja, Springreiten. Du hast vor einem Jahr angefangen? Ja, ja. Reiten fasziniert mich, weil das Pferd halt macht, was der Reiter sagt. Ja, es gibt auch Leute, die mich belächeln, auch meine Freunde, aber mir ist es relativ egal, was sie denken. Ja, okay. Wie kommt man denn auf Springreiten? Also bist du schon immer geritten und dann hast du gesagt, jetzt mal Next Level? Nee, also ich habe damals aufgehört wegen meiner Ex-Freundin. Sie hat so keinen Bezug zu Pferden gehabt. Und da habe ich letztes Jahr jemand... Was ist das für eine Frau? Ich weiß auch nicht. Gut, dass sie weg ist. Ja. Und du hast aufgehört wegen deiner Ex-Freundin, hat gesagt, ja, so entweder das Pferd oder ich. Und dann hast du dich für das andere Pferd entschieden. Dann hast du dich für deine Ex-Freundin entschieden. Genau. Echt? Ja, da wurde halt nicht mehr dann geritten, ja. Ja, also das klingt mir wie eine 1A-Beschreibung für einen perfekten Schwiegersohn. Ja. Singen, tanzen, sportlich, Springreiten. Und Pferd. Also kann ich singen, ist jetzt die Frage an euch, ne? Also, mach mal Werbung! Ehrlich, ne? Ich glaube, deine Bewegungen haben deinen Gesang geschwächt. Okay. Weil deine Intonation war nicht so perfekt, ne? Du hast an manchen Stellen war es nicht so gut, aber deine Bewegungen die haben mich so abgelenkt. Als ich deine Stimme gehört habe, habe ich gedacht, könnte man eigentlich was draus machen. Okay. Aber du hast zu viel getanzt. Echt? Ja, du musst einen langsameren Song nehmen, irgendwas,
was mehr zu dir passt. Noch einen langsameren Song. Der war nicht langsam, du bist rumgesprungen. Wie war der langsam? Okay, dann vielen Dank und viel Spaß. Dankeschön. Noch. Alles Gute. Ciao. Ich bin eigentlich nie enttäuscht, ich hab's versucht. Manche trauen sich gerne den Schritt hierher. Ich bin dazu gekommen, hier aufzutreten und es war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ja, Springreiten kam ganz gut an. Ich glaube, die Caroline, die fand es auch ganz gut. Vielleicht magst du auch Pferden. Ja. Aber der war doch nett. Ja, für Netmaker wäre er auf jeden Fall ganz weit vorne. Netmaker, leider nicht. Bisschen schwer. Ja. Netmaker wäre super. Das wäre auch ein schönes Format. Ja, Netmaker. Weißt du, die reden dann unter der Kuppel und dann muss man entscheiden, ob die nett sind oder nicht. Nächstes Ding ist gesaved.